Ja, guten Abend. Ich dachte mir, den Abend so zu gestalten, dass ich erstmal einen kleinen Vortrag halte über vielleicht meine eher etwas persönlichen Beziehungen zu Wolfgang Poort, also wie ich auf ihn gestoßen bin und warum ich das damals so toll fand, dass ich ihn gefragt habe, ob er bei mir veröffentlichen will. Das war 1983 und das ist so ein bisschen die Geschichte unserer, ja, dessen, was ich eben so gut an seinen Schriften fand. Und anschließend werde ich noch einen Artikel von ihm vorlesen, für den Fall, dass Sie jetzt nicht so Poort-Spezialisten sind, kriegen Sie dadurch einen Eindruck, wie er schreibt und was er in Bezug auf Israel in diesem Fall für eine Position hatte oder hat. Und anschließend können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Aber vorerst müssen Sie mit dem Vortrag vorlieb nehmen. Es war Anfang der 80er Jahre, als mir die bei Rotbuch erschienenen Bücher von Wolfgang Poort, Ausverkauf und Endstation, in die Hände fielen, die ich begierig verschlang. Nicht nur, weil ich eine große inhaltliche Übereinstimmung mit seinen Texten feststellte, sondern auch, weil da jemand einen neuen Ton anschlug. Der Autor verstand es, seine Thesen und Analysen mit großer Schärfe, Klugheit und Eleganz zu formulieren. Kein Wort klang falsch oder deplatziert. Er verwendete keine Schaumsprache und keine Weihrauchvokabeln. Seine Argumentation traf ziemlich genau und er nahm keine Rücksicht auf den Gegenstand seiner Kritik. Das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube noch heute, dass es keinen begnadeteren Schreiber gibt, der seine politischen Analysen, denen immer etwas Selbstverständliches innewohnte, mit größerer Überzeugungskraft zu Papier bringen konnte und der dabei Witz und Sarkasmus besser einzusetzen gewusst hätte als Wolfgang Poort. Seine Vortragskunst hielt sich dagegen in Grenzen. Er hielt sich, so wie ich jetzt auch, lieber am Manuskript. Und Ende der 60er Jahre, das war er in Frankfurt Student gewesen und hielt da mal eine Rede auf einem Teach-In. Wir haben die Zuschauer dann aufgefordert, doch endlich frei zu reden, weil Poort auch noch vom Blatt abblas. Aber das war als kleine Episode am Rand. Dabei nahm Poort immer den gegenteiligen oder zumindest einen anderen Standpunkt ein als den, den einzunehmen er Denkfaulheit nachwies und der von Leuten vertreten wurde, die lieber im Mainstream verharrten oder glaubten, mit dem Weltbild eines Tagesschausprechers ihre Karriere voranzubringen. Und diese intellektuelle Kompromisslosigkeit, diese Unnachgiebigkeit in der Argumentation sprach mich sofort an, sei die Linke, die Grünen und die Friedensbewegung nationale Töne anschlug und die Nation nicht mehr abschaffen, sondern retten wollten. Weshalb auch deren Sprache immer schaumiger und staatstragender wurde. Und deshalb hatte ich schon seit geraumer Zeit nach etwas gesucht, das politisch radikal, intelligent, arrogant gegenüber dem Gegenstand und den Leuten war, die medial in der Öffentlichkeit den Ton angaben. Und weil seine Texte nie langweilig waren und immer mit einem überraschenden Gedanken aufwarteten, empfand ich sie als brillant. Klar, es gab Marx, Hegel, Adorno, Horkheimer, aber sich an deren Ansichten zu erfreuen und sie zu bestaunen, war etwas anderes, als sie auch produktiv zu wenden, wie Poort das scheinbar mühelos gelang. Die meisten haben das nicht geschafft, im Unterschied zu Poort damit Karriere an der Uni machen, indem sie nur lange genug Klassiker-Exegese betrieben. Aus den Büchern Poorts drang ein Sound, der ein ganz anderer war als der, den ich bislang kannte, unabhängig, erfrischend und nicht darauf aus, korrekt zu sein und die Wahrheit gepachtet zu haben. Die erste Anstreichung in Ausverkauf galt dem Satz:
In einer gedankenlosen Welt ist das Denken wesentlich Hirngespinst. Daher die Esoterik und tendenzielle Nichtverstehbarkeit authentischer Theorie, der gelegentlich selbst deren Verfasser zum Opfer fällt. Zwei faule Wochen oder eine Erkältung genügen, die Niederschrift eines Aufsatzes von der Unfähigkeit zu trennen, diesen auch nur noch zu verstehen. Dass er dieses apodiktische Selbst auch selbstironisch gegen den Verfasser wendete, war freies, abschweifendes Denken, wobei dieses Denken ihn nicht davon abhielt, vehement darum zu streiten, ob ein Gedanke oder eine Argumentation richtig oder falsch war. Aber weil sich das alles zwar schön behaupten lässt, man sich mit etwas gutem Willen aber auch ganz andere Inhalte darunter vorstellen kann, hier noch ein paar Stellen. Die Abschaffung der Herrschaft hieß zweierlei: die Führer und die Massen abschaffen. Die Abschaffung von Herrschaft war inhaltlich bestimmt als freilich noch gemeinsam zu entwickelnde Fähigkeit eines jeden, ohne Partei und Führer, gemeinsam mit anderen und notfalls auch allein das Richtige zu tun. Endlich verklärte einer mal nicht die Massen, als wenn auch nur potenzielles Subjekt der Geschichte, sondern brachte das Offensichtliche zum Ausdruck, nämlich, dass die Massen einem feindlich gesonnen waren, vor allem in der noch in den 70er und 80er Jahren nachwirkende Nachkriegsgesellschaft, in der die Nazis so leben konnten, als wäre nie etwas passiert. Und die Raffhysterie daran erinnerte, dass sie nicht wirklich etwas verändert hatte, jedenfalls nicht in den Köpfen der Leute, die gerne und sofort einem Erschießungskommando beigetreten wären. Und wenn es nicht anders ginge, dann besser alleine das Richtige tun. Und Ward verweist an dieser Stelle auf Johann Georg Elster, der ganz allein die Bombe bastelte und deponierte, die im Bürgerbräukeller am 8.11.39 Hitler erwischt hätte, wenn er programmgemäß geblieben wäre. Masse war nach der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus so desavouiert, dass sie sich nicht mehr als Größe behandeln ließ, auf die man sich praktisch oder theoretisch beziehen konnte, um eine politische Veränderung herbeizuführen. Und dennoch spekulierte die Linke ganz selbstverständlich darauf, die Massen für ihre Zwecke zu mobilisieren und auf ihre Seite zu ziehen. Von der unverwüstlichen Kriegsgeneration mit der hohen Kampfmoral im Schlussverkauf und mit dem gnadenlosen Überlebenswillen, der aus jedem Holzbein eine Waffe macht, war nichts zu erwarten. Schon gar keine Revolution, jedenfalls keine, bei der man selber ungeschoren davonkommen würde. Nicht einmal so etwas Elementares wie Menschlichkeit ließ sich voraussetzen, denn in Deutschland der 70er Jahre hatte so etwas wie Zivilisation noch nicht Einzug gehalten. In die schweigende Mehrheit vor der Verwirklichung ihrer geheimen Wünsche durch ihre Opfer bewahren, beschreibt Pohr das verhärtete Kollektiv der Deutschen, dass sie von keiner Anwandlung humanen Verhaltens, von keiner Erinnerung an die eigenen Kinder, die sie weich werden ließe, davon abhalten lassen würde, andere zu denunzieren und sich an der verdeckten Menschenjagd bei der Hatz auf die Haft zu beteiligen. Und auch heute noch ernten Leute wie Thilo Sarrazin großen Zuspruch und landen Bestseller mit Büchern, die die Überfremdung und die Hartz-IV-Mentalität des Landes anklagen und die dabei die gescheiterte Existenz des eigenen Sohnes, der in einem Plattenbau im Osten Berlins wohnt und gerne arbeitslos ist, nicht etwa milde stimmt, sondern vielmehr das Material herzugeben scheint, um besonders hart gegen Menschen ins Gericht zu gehen, denen das Schicksal aus welchen Gründen auch immer übel mitgespielt hat. Aber es waren nicht nur die Senioren, die einem das Leben schwer machten. Um so alt zu werden, wie heute die 20-Jährigen sind, hätte ein Mensch früher 300 Jahre gebraucht. Und dieses Phänomen der frühen Verkreisung lässt sich auch heute noch beobachten. Diese Beobachtungen standen nicht im Fokus seiner Kritik, aber sie waren eine Art Grundrauschen, etwas, das seine Kritik immanent voraussetzte. Eine Haltung, in der seine Kritik an den großen eigentlichen Themen wie die Aktualität des Nationalsozialismus oder die Friedensbewegung
und Anti-Atomkraftbewegung ihren Ausgang hatte. Von dem aus sich eine Kritik manchmal erst richtig einschätzen lässt, manchmal nur Nebensätze und Marginalien, die Hinweise liefern, woher der Impuls seiner Kritik stammt. Dieses Grundrauschen, wie zum Beispiel der Hinweis auf die schwarze Botin, man sie vielleicht nicht mehr kennen, aber das war die erste anarchistische, feministische Zeitung, Monatszeitung, die von herausgegeben wurde von Gabriele Götte. Auf die Flugblätter der Gruppe Subversive Aktion und die Aufsätze von Hans-Jürgen Krahl als Gegengift zum Kursbuch, dessen Weg in die neudeutsche Klebrigkeit er einmal beschrieb. Das waren Hinweise, in welchem Koordinatensystem sich Kort bewegte, auch wenn er nie darauf explizit Bezug nahm, wie er das bei Adorno, Horkheimer, Benjamin, Arendt und anderen tat. Durch ihn lernte ich der Friedensbewegung, die 1980 in Bonn mit 300.000 Demonstranten ihren Höhepunkt erreicht hatte, nicht einfach nur mit einem Gefühl der Abneigung zu begegnen, sondern sie als gesellschaftliches Phänomen zu begreifen, das etwas über die deutsche Wirklichkeit aussagte. Damals war Port äußerst produktiv und ich durchforstete ständig alle möglichen Blätter für Dirschel, um keinen seiner Artikel zu verpassen. Zweimal erlebte ich ihn in Berlin, einmal am 1. November 1983 im großen Saal der Akademie der Künste, wo er den Vortrag »Der Krieg als wirklicher Befreier und wahrer Sachwald der Menschlichkeit über Sinn und Unsinn der Friedensbewegung« hielt, gegen die Einwände seiner Mitdiskutanten Thomas Schmidt, heute Chefredakteur der Welt, und Fritz Wilmer, und vor allem gegen ungefähr 1000 Zuschauer, von denen die überwiegende Mehrheit sich über Ports Thesen aufregten und dies auch zum Ausdruck brachten. Das andere Mal, ein Jahr vorher, am 5. November 1982 in der Blumenthalstraße 13, einem besetzten Haus, wo er den Vortrag »Die Rebellion der Einzelmännchen« hielt. Und wie der Titel des Referats bereits verriet, hatte das wenig zu tun mit der von den Veranstaltern auf einem Flugblatt formulierten Ankündigung, besetzte Häuser, sozialrevolutionärer Ansatz oder Modeerscheinung, Strategien der Schweine und die Rolle der besetzten Häuser. Wie geht's weiter? Diese Frage jedenfalls beantwortete Port nicht und die Rhetorik wäre ihm ein Gräuel gewesen. Er konstatierte lediglich, aber das war vernichtend genug, weil er den Berliner Häuserkampf als eine Mischung aus freiwilligen Arbeitsdienst und Rebellion begriff. Das war mutig. Und auch, dass er diesen Befund folgende Bemerkung vorausschickte, unterschied ihn von Leuten, die ex cathedra verkündeten. Ich habe weder an dieser Bewegung teilgenommen, noch habe ich sie erforscht oder gründlich studiert. Ich habe nicht mit Besetzern gesprochen, nie in einem besetzten Haus gewohnt und ich besitze keine Dossiers. Ich habe nicht recherchiert, weder im journalistischen noch im kriminalistischen Sinne, und man hat mir daraus einen Vorwurf gemacht. Man hat mir vorgeworfen, die Friedensbewegung, die Alternativen, die Grünen und die Hausbesetzer leichtfertig, gewissenlos und verantwortungslos zu verleumden. Dem halte ich hingegen, dass ein Kommentator oder Kritiker deshalb, weil er keine Macht hat, Urteile zu fällen oder Strafen zu verhängen, auch nicht an die Regeln der Beweisaufnahme gebunden ist, welche die Strafprozessordnung verlangt. Man trägt keine Verantwortung, wenn man sich Gedanken macht und eine begründete abweichende Meinung äußert. Nicht als Kritiker oder Publizist, der keine administrative Macht besitzt. Wenn der Kanzler Unsinn erzählt, dann ist dieser Unsinn deshalb, weil sein Erzähler die Macht besitzt, ihn zu verwirklichen, immer noch wichtig. Wenn ich Unfug schreibe oder rede, so ist dieser Unfug vollkommen bedeutungslos und man kann ihn getrost als Produkt eines mitteilungssüchtigen Spinners ignorieren.
Indem er seine eigene Bedeutung als Kommentator relativierte, ließ er gleichzeitig auch alle anderen, die im gleichen Gewerbe tätig waren, nicht gerade in einem vorteilhaften Licht erscheinen. Er stellte damit ein Geschäftsmodell in Frage, auf dem auch seine Existenz beruhte, und er gab den Leuten zu verstehen, dass den sogenannten Experten, die im öffentlichen Raum ihre Meinung kundtaten, nur die Bedeutung zukam, die man ihnen entgegenbrachte. Er machte das vor einem Publikum aus der eher kritischen Fraktion der Hausbesetzerbewegung, also vor Leuten, die mit Sicherheit näher standen als jene, die sich in erster Linie billigen Wohnraum ergattern wollten. Aber er hatte ihnen trotzdem keine guten Nachrichten zu überbringen. Ich wartete bereits gespannt auf den nächsten Bandball Rotbuch, und als der nicht kam, schrieb ich ihm, ob er vielleicht bei mir seine nächsten Essay-Sammlung machen würde. Er sagte sofort zu, weil das Rotbuch kollektiv mit einigen seiner Äußerungen im letzten Buch nicht einverstanden war, was zu einem leckeren Briefwechsel führte. Ich hatte nun einen Autor, der dem Verlag einen Profit gab, Aufmerksamkeit verschaffte und der andere Autoren zum Verlag führte, wie Eike Geisel, Henrik Broder, Christian Schulz-Gerstein, und auch die Technik des Staatsstreichs von Malaparte, das später bei mir erschienen ist, ging auf eine Empfehlung von Port zurück. Mein Job ist die Ideologiekritik, das habe ich gelernt, sagte Port 1987 den Stuttgarter Nachrichten. Die Leute sagen mir, was sie denken, und ich sage ihnen, warum das falsch ist. Aber er wusste auch, dass er damit in eine Sackgasse geriet. Man tritt in der BRD in eine Phase ein, in der es kein falsches Bewusstsein, sondern die Absenz jeden Bewusstseins überhaupt gibt, was den Job des Ideologiekritikers natürlich schwierig macht. Kurze Zeit später kam mit der Wiedervereinigung die Ausländerverfolgung, der Golfkrieg und der Krieg in Jugoslawien, also eine Zeit, in der Bord keinen Sinn mehr daran sah, als Ideologiekritiker weiterhin das Feuilleton mit lustigen kleinen Artikeln über Kulturphänomene zu bereichern. Aber schon vorher war er immer wieder an seine Grenzen gestoßen, wie 1981, als es schon mal eine Ausländerdebatte gab, die in Deutschland immer wieder periodisch auftaucht, weshalb viele seine Artikel nie wirklich veralten. In 4 Milliarden Ausländer schrieb er: Es gleiten Politiker ihre Drohung gegen die Ausländer in die Warnung vor der wachsenden Ausländerfeindlichkeit. Dieselben Politiker, die nicht im Traum daran denken würden, den Volkszorn, eine Startbahn, ein Atomkraftwerk oder die diplomatischen Beziehungen zu den USA zu opfern, Politiker, die staatliche Restriktionen gegen Ausländer mit der wachsenden Ausländerfeindlichkeit begründen, verbünden sich bedenkenlos mit demselben Mob, den sie ebenso bedenkenlos durch den Zug von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, durch die Aussicht auf höhere Mieten, soziale Deklassierung und so weiter in die Enge treiben. Die geduldige Hinnahme der eigenen Verarmung und Deklassierung wird bei der Bevölkerung stillschweigend vorausgesetzt. Doch wenn die Bevölkerung keine Ausländer mehr ertragen könne, dann, so geben die Politiker zu verstehen, würde man dafür Verständnis haben. Politiker, bei denen man nebenbei gemerkt, bei Strafe der Beamtenbeleidigung die Fähigkeit nicht absprechen darf, zum simplen Rückschluss, wenn heute die Ausländer Ursache sind für die Ausländerfeindlichkeit der Deutschen, dann waren damals an Auschwitz die Juden selber schuld. Es hätte sie einfach nur nicht geben dürfen. Dann hätte niemand etwas gegen sie gehabt und dann hätte man sie natürlich auch nicht umgebracht. Vertreiben, verfolgen und töten kann man nicht den, der nicht lebt. Wer lebt und dies auch noch als Ausländer in Deutschland, hat sich die Folgen selber zuzuschreiben. Das Opfer ist schuld, nicht der Täter. Was hilft's, jemanden belehren und aufklären zu wollen, wenn er ein handfestes Interesse daran hat, dumm zu sein und wenigstens so zu erscheinen? Und diese Leute haben ein Interesse daran, dumm zu sein oder wenigstens so zu erscheinen, weil die Dummheit jene Schlechtigkeit begründet und entschuldigt, zu der sie Lust hätten. Die Vertreibung, das Pogrom.
Und dies gilt auch heute noch als einziges vernünftiges Argument in der Debatte darüber, wie man sich gegenüber der AfD und den Dresdner Mobben verhalten solle. Mit ihnen reden, aber worüber reden? Ihnen zeigen, dass man sie ernst nimmt, aber bei was ernst nehmen? Sie womöglich gar nach ihren Wünschen fragen? Welche Wünsche? Bei den ganzen gut gemeinten Vorschlägen werden die Augen davor verschlossen, dass an Dummheit und Hass jeder gut gemeinte Ratschlag scheitern. Weshalb es nicht hilft, dem Mob irgendwelche Zugeständnisse zu machen, die ihn in seinem Tun nur bestätigen. Diese Sinnlosigkeit wurde deutlich in einem Beitrag, der als seltener Lichtblick sogar in den Tagesthemen gesendet wurde. Der Bericht befasste sich mit Hasloch, der deutschen Musterstadt, die dem deutschen Durchschnitt auf ideale Weise entspricht, weshalb neue Produkte zuerst in Hasloch getestet werden, bevor sie für markttauglich gehalten werden. Seit 30 Jahren schon beobachtet die Gesellschaft für Konsumforschung das Konsumverhalten der Bewohner, um Rückschlüsse auf den Rest der Republik ziehen zu können. In Hasloch hatte die AfD mit 18,8% einen hohen Stimmanteil erreicht und der Bürgermeister, der sich dieses Phänomen nicht erklären konnte, machte sich auf den Weg zu den Einfamilienhäusern, um die Wähler zu fragen, warum sie das getan hatten und was sich ihrer Meinung nach verändern müsse. Wenn sich denn ein einheitliches Bild ausmachen ließ, das den Grund für die Unzufriedenheit offenbart hätte, dann war es eine unspezifische, auf Hass, Neid und Aggression beruhende, dumpfe Ablehnung, also eben kein besonderer Grund, den herauszufinden, der Bürgermeister sich auf den Weg gemacht hatte, nichts, womit sich auseinandersetzen oder umgehen ließ. Vom Achselzuckenden, weiß ich jetzt auch nicht, bis hin zum Wunsch nach einem starken Mann, der gerne auch gegen die eigenen Interessen regieren dürfe, und einem Mann, der sich darüber beschwerte, dass sich in den 20 Jahren, in denen er in Hasloch lebe, nie ein Politiker zu ihm gekommen sei, um ihn zu fragen, wie es ihm gehe, der also eine Rundumversorgung mit Streicheleinheiten erwartete, so weit reichte die Palette. Nun kann man damit argumentieren, dass solche sozialen Charaktere eben im Neoliberalismus rauskämen, und das kann auch zum Teil zutreffen, erklärt aber nicht alles. Sicher ist nur, dass es Leute mit derartigen Ressentiments, mit diesem Hass nicht erst gibt, seit die AfD sich ihnen als Sammeldeckbecken anbietet. Denn das Traumschiff oder die Hitparade der Volksmusik gibt es schon länger, die die kulturelle Tapete abgeben, die die Analysefähigkeit der Menschen nicht gerade fördern. Denn unbeschadet überlebt niemand diesen Angriff auf die psychische Verfassung und auf die Zurechnungsfähigkeit, als davon noch Spurenelemente übrig sein sollten. Port hat das schon früh erkannt und er hat daran gelitten, dass er als Ideologiekritiker und in den 90ern dann als Soziologe, der das Massenbewusstsein der Deutschen erforschte, nicht mehr dagegen tun konnte, als anzuschreiben. Er hat sich dann dazu hinreißen lassen, den Mob von Rostock-Lichtenhagen das gleiche Schicksal zu wünschen, wie dieser es den Ausländern bereitet hatte, als sie drauf und dran waren, das Flüchtlingsheim anzuzünden und die Staatsgewalt sich eine Woche lang vornehm zurückhielt, weshalb ihm Furor, Deutonicus, Küchenpsychologie, Vulgärmarxismus und Germanozentrismus vorgeworfen wurde. Sicher waren viele seiner Äußerungen nicht wissenschaftlich, vielmehr kamen sie aus einer Verzweiflung und Empörung über die Zustände, aber genau deshalb nimmt man ihm es ab, dass Unrecht in erster Linie nicht etwas ist, für dessen Erforschung man eine Unikarriere einschlagen muss, sondern ein starkes Motiv, praktisch etwas dagegen zu tun und theoretisch zumindest die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und dafür wertete er jede Menge Zeitungen aus, referierte und interpretierte sie. Die Wiedervereinigung hatte zum Beispiel dazu geführt, dass man plötzlich 17.000 entlaufene Väter suchte. Und er konstatierte einen rapiden Zerfall aller sozialen Beziehungen in der Zone, die das Märchen
wie tapfer die Revolutionäre gewesen waren, wie erbittert sie für die Einheit gekämpft hatten, zu einer Story machte, die man ohne zu erröten nur in Papua-Neuguinea auftischen konnte. Aber viel schlimmer waren die Konsequenzen der Ausländerverfolgung in der Zone. Zitat: Keineswegs rotteten die Einheimischen sich in der Zone gegen die andersfarbigen Nachbarn im gleichen oder im nächsten Wohnblock zusammen, mit denen sie zu vielen auf engem Raum zusammenlebten, sondern nach dem Prinzip faschistischer Vollstreckungskommandos gebaute Gruppen spürten Personen auf, die zu finden den Vorsatz, Mobilität, beinahe zielverhanderisches Geschick und eine schwarze Liste erfordert, weil sie in der Zone nicht mal zahlreich genug für eine Minderheit sind und so schwach, dass jede normale jugendliche Streetgang mit halbwegs intaktem Ehrenkodex sie anderswo unbehelligt ließe, weil sie sonst als ein Haufen von Feiglingen verachtet würden. So, und weiter bin ich noch nicht gekommen. Ist natürlich unfertig. Ich habe damit einfach mal angefangen, weil ich gedacht habe, ich müsste mal was Grundsätzliches und Umfassendes über Prozess schreiben. Und da bin ich jetzt stecken geblieben, weil die Arbeit an dem Wagen selbst natürlich auch mal etwas Zeit beansprucht. Und wenn es jetzt okay ist, dann würde ich noch einen Text von Port vorlesen. Wir können allerdings auch gerne in die Debatte einsteigen oder wenn Sie Fragen haben. Ansonsten würde ich das noch machen. Ich weiß nicht, wie Sie mit Port vertraut sind oder ob Sie ihn womöglich besser kennen als ich. Ist ja auch alles möglich. Ansonsten würde ich nämlich einen älteren Text von ihm vortragen, und zwar Entlastung für Auschwitz, Palästina, Israel und die Deutschen, in dem er anhand des Konflikts 1982 so mal exemplifiziert, was es mit dem Konflikt seiner Meinung nach auf sich hat. Ist okay? Gut. Die Juden in Deutschland sind tot, vernichtet, es gibt sie nicht mehr. Dennoch gerät man hier leicht in den Verdacht, einer zu sein. Zwar wird dieser Verdacht noch nicht ausgesprochen, aber er ist in sonderbaren Verknüpfungen enthalten, die ohne ihn nicht zu erklären sind. Man rechtfertigt zum Beispiel Menachem Begins, damaliger israelischer Ministerpräsident, klares und entschiedenes Urteil über den westdeutschen Bundeskanzler als politisch-moralische Person und wird dann prompt aufgefordert, sich vom Zionismus zu distanzieren, als schlösse die Zustimmung zu einem wahren Urteil über den Bundeskanzler dann, wenn es von einem israelischen Ministerpräsident gesprochen wurde, auch die Verpflichtung ein, sich über den Zionismus eine Meinung gebildet zu haben und in Fragen israelischer Politik kompetent zu sein. Weil zwischen beidem aber nicht der geringste sachliche oder logische Zusammenhang besteht, muss die Aufforderung, man solle sich zum Zionismus äußern, auf der Vermutung gründen, ein solcher Zusammenhang sei durch die Person gegeben. Wer Menachem Begin gegen die beleidigte Volksgemeinschaft in Schutz nimmt, muss ein Jude sein. Als solcher hat er die Pflicht zu beweisen, dass er ein guter Jude ist, das heißt, er muss sich vom Zionismus distanzieren. Die Bitte, den Arier-Nachweis vorzuzeigen, schwingt verstohlen auch in der bei allen linken und alternativen Versammlungen und Diskussionen mittlerweile üblichen Standardfrage mit, wer er denn eigentlich sei. Die Frage ist leicht zu beantworten, ganz ohne Ahnenforschung. So sicher, wie man kein Jude im Sinne von vor 1933 ist, denn diese Juden existieren nicht mehr, so sicher ist man einer im Sinne von nach 1933. Man hat nämlich damals den Begriff Halbjude eingeführt, einen Begriff, der nach weiterer Differenzierung verlangt. Und je weiter diese Differenzierung getrieben wird, desto größer wird auch die Anzahl der Juden,
spätestens beim Promille-Juden ist dann aus Gründen statistischer Gesetzmäßigkeit wohl jeder dabei. Stets folgert aus dem Ideal absoluter Reinheit die deprimierende Diagnose Totalverseuchung. Totalvernichtung inklusive der eigenen Bevölkerung war konsequenterweise die Therapie. Wenn also nach Auschwitz die Juden alle und niemand sind, gegen wen richtet sich dann der Antisemitismus in Deutschland? Er richtet sich nicht gegen jene Deutschen, die beträchtlichen inszenatorischen Aufwand betreiben müssen, um als Juden zu gelten, sondern er richtet sich gegen Israel und die Rehabilitierung Deutschlands als Nation ist sein Zweck. Weil gerade die Linken hier weder den Nationalsozialismus noch Auschwitz begriffen haben, weil sie ersteren mit einem besonders tyrannischen Regime und letzteren mit einem besonders grausamen Blutbad verwechseln, deshalb haben sie die Hoffnung nicht aufgegeben, das Unrecht, welches sie anderswo entdecken, könne Deutschland entlasten. Wenn sich die deutsche Vergangenheit schon nicht verteidigen und rechtfertigen lässt, dann soll wenigstens niemand besser sein und schon gar nicht die Juden. Die Annahme, der Zionismus könne diesen Nachweis dienen, hat ihn für die westdeutsche Linke so außerordentlich und weit über das Maß einer realen Bedeutung hinaus interessant gemacht. 300 von der südafrikanischen Polizei in Soweto erschossene Schüler kümmern niemand. 3 erschossene Schüler in Hebron machen die westdeutsche Linke vor Empörung fassungslos. Die Unterdrückung und Verfolgung der Palästinenser durch Israel wird so genau beobachtet und so leidenschaftlich angeprangert, weil sie beweisen soll, es gibt keinen Unterschied. So merkt die westdeutsche Linke nicht, dass ihr der Unterschied zwischen Deutschland und den anderen Nationen mit jedem Versuch, ihn zu verwischen und zu tilgen, nur umso kolossaler entgegentritt. Gewiss werden die Palästinenser von Israel unterdrückt, in einzelnen Fällen gefoltert, dies aber unter Bedingungen, unter denen es in Deutschland längst keine parlamentarische Demokratie, keine Opposition und keine bürgerlichen Freiheitsrechte mehr gäbe. Ob im Recht oder im Unrecht, jedenfalls sind die Palästinenser für Israel eine reale Bedrohung. Hier aber hat eine fiktive Bedrohung genügt, um die ganze Bevölkerung in ein Volk von Häschern und Denunzianten zu verwandeln, damals, als man in Stammheim 3 Leichen fand und keiner der tapferen Wortführer gegen Israel hatte den Mut gehabt, nach der Todesursache zu fragen. Das Unrecht überall auf der Welt zu verurteilen, ist das Recht auch der Deutschen. Moralische Empörung aber ist hier stets mit einer guten Portion Heuchelei vermischt. Empörung setzt voraus, dass man sich wundert, dass man die Dinge, die geschehen, für unglaublich hält. Viel weniger aber noch als irgendwo kann es in Deutschland wundern, dass Israel seinen erklärten Gegner blutig unterdrückt. Die einzige Frage, die hier Rätsel aufgeben kann, lautet, warum waren die Machthaber in Israel so zimperlich? Warum sorgte Israel nicht dafür, dass militante Schülerdemonstrationen in Hebron oder Ramallah nicht mehr stattfinden können? Oder ist denn, anders gefragt, auch nur ein Fall bekannt, wo Juden nach 1933 in Deutschland der Polizei eine Straßenschlacht geliefert hätten? Hat es Unruhe und Aufruhr unter denen gegeben, die in Sammellagern auf ihre Deportation warten mussten? Gab es blutige Kämpfe und Schießereien wie in Ramallah oder Hebron, die das Interesse der Weltöffentlichkeit auf sich lenken? Man kennt die Antwort und damit kennt man den Unterschied. Überall auf der Welt und zu allen Zeiten wurden Menschen umgebracht. Hier aber hat ein namenloses Grauen lebendige Menschen in bewegliche Tote verwandelt. Gestorben waren sie schon, bevor sie in die Lager kamen. Dort sind sie nur noch vernichtet worden. An deutschen Vernichtungslagern und nirgends sonst findet der Begriff Genozid seine Bestimmung. Als planmäßiger, systematisch betriebener, kontinuierlicher Mord an Millionen Menschen, mit welchen sich kein anderer Zweck und keine andere Absicht verbindet, als bloß die der Vernichtung.
Wenn nun im dritten Nahostkrieg Mitte Juni 1982 die westdeutsche Linke und allen voran die Taz von Völkermord, Holocaust und Vernichtung schreiben und die Operationen der israelischen Armee damit meinen, dann ist mit dieser verlogenen Zweckpropaganda weder den bedrohten Palästinensern geholfen, noch erleidet die israelische Armee den redlich verdienten Schaden. Sondern der einzige Nutzen dieser sind deutsche Nationalgefühle. Im Lichte israelischer Untaten besehen verliert, so muss es dem regelmäßigen Taz-Leser erscheinen, Auschwitz sowohl seine Einmaligkeit als auch seine Schrecklichkeit. Der Verdacht muss keimen, so außergewöhnlich völkermörderisch wie die Israelis nun sind, war Auschwitz vielleicht nur ein kleiner Fehler. So nahe liegt dieser Gedanke, dass ein Taz-Kommentator namens Reinhard Hesse die Ungeheuerlichkeit fertigbringt, ihn in seine Argumentation einzuflechten, indem er ihn dementiert. Zitat: Reinhard Hesse, diese schreckliche Vergangenheit, gemeint ist die NS-Zeit, noch gegenwärtig musste und muss mit aller Entschiedenheit den Deutschen entgegengetreten werden, die bei israelischen Angriffen auf arabische Nachbarn mit dem Kommentar zur Stelle waren, die hat man zu vergasen vergessen. Von einer Linken, die solche Entschiedenheit eigens bekräftigen muss, weil ihr die Selbstverständlichkeit abhanden kam, dass man den zitierten Deutschen nicht entgegentreten, sondern dass man ihn kräftig treten muss, hat Israel nichts zu befürchten und haben die Palästinenser nichts zu erwarten. Auch keine propagandistische oder moralische Unterstützung. In der Relation gesetzt zu Begriffen wie Vernichtung oder Völkermord, mit denen die Operation der israelischen Armee im Libanon von der westdeutschen Linken benannt werden, nehmen diese in der Tat mörderische Operationen sich eher niedrig und harmlos aus. Unter die Völkermorde subsumiert, kann der Libanon-Krieg nur als Kavaliersdelikt betrachtet werden. Selbst wenn dieser Krieg 10.000 Zivilisten das Leben gekostet hat, um solche Bagatellfälle in der deutschen Geschichte zu finden, muss man weit zurückgreifen in die Vergangenheit, in die gute alte Zeit, als der Führer noch Kaiser Wilhelm hieß und deutsche Schutzgruppen 10.000 Hereros in Südwestafrika in die Wüste trieben, sie einkesselten und dort verdursten ließen. Was die Palästinenser für die westdeutsche Linke so sympathisch macht, was ihr erlaubt, sich mit den Palästinensern zu identifizieren, ist die Annahme, die Palästinenser führen eigentlich einen Stellvertreterkrieg für genuin deutsche Wünsche, Vorstellungen und Ideale. Für völkische Einheit und nationale Selbstbestimmung auf heimatlicher Scholle. Die Palästinenser firmieren gewissermaßen als der große, militante Heimatvertriebenenverband, den die Westdeutschen gerade jetzt gern hätten, den sie sich aber nicht leisten können. Die Westdeutsche Linke vergisst in ihrer Begeisterung für die Palästinenser, dass auch Israel sich als großer, militanter Heimatvertriebenenverband versteht. Sie vergisst weiter, dass aus ihrer Parteinahme für die Palästinenser logisch nur folgert, dass Palästinenser und Israelis gleiche Rechte besitzen, dass zwischen gleichen Rechten die Gewalt entscheidet und dass Israel über die bessere Armee verfügt. Den Kampf für völkische Einheit und nationale Selbstbestimmung auf heimatlicher Scholle, zu welchem auch die westdeutsche Linke die Palästinenser ermutigt hat, kann deshalb, weil dieser Kampf ein bloßer Machtkampf ist, unter den gegebenen Voraussetzungen nur Israel gewinnen. Weil der Antisemitismus, ob er will oder nicht, es stets mit den Mächtigen hält, kann er Israel, welches kein jüdischer Staat, eine Contradictio in adjecto, sondern ein Staat ist, nicht schaden. Schaden kann er nur den Ohnmächtigen, den Staatenlosen, den Flüchtlingen, zu denen auch jene Palästinenser zählen, die jetzt verbluten unter den mörderischen Schlägen der israelischen Armee zwar, aber auch unter den anfeuernden Rufen ihrer verantwortungslosen Führer, Kampf bis zum letzten Mann, und unter den heuchlerischen Wehgeschrei ihrer falschen Freunde, nicht nur in den arabischen Ländern, welche den Streit schürten, ohne im Ernst den Palästinensern helfen zu können, ohne
es auch nur zu wollen. Denn außer den Palästinensern selber kann niemand wirklich Interesse daran haben, an einem zweiten Israel im Nahen Osten nach den Erfahrungen, die man mit dem ersten Israel machte und die sich jetzt auf deprimierendste bestätigen. Wenn Menschen sich als Volk zusammenrotten und einen eigenen Staat bekommen, sind alle humanitären Traditionen und ist die ganze Leidensgeschichte vergessen. Als Patrioten fügen sie anderen zu, was sie erlitten, als sie als vaterlandslose Gesellen galten. Kein Grund zur Annahme, die Palästinenser würden sich, wenn sie Erfolg hätten, anders verhalten als die Israelis. Kein Grund freilich auch von den Palästinensern zu erwarten oder zu verlangen, aus den Bombardements ihrer Flüchtlingslager durch die israelische Luftwaffe eine andere Lehre zu ziehen als jene Juden, die Israel gründeten, dass man vertreiben und verfolgen muss, wenn man nicht zu den Verfolgten und Vertriebenen zählt. Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Die Port hat den Artikel damals in der Taz veröffentlicht, immerhin, und er hat damit wahrscheinlich eine größere Debatte natürlich auch wiederum angefacht in der Taz, weil sich viele Leute darüber empört haben. Wie er auch überhaupt in der damaligen Zeit sehr viel unterwegs gewesen ist. Ich habe da mittlerweile so ein bisschen recherchiert, und weil ich dann irgendwann, hat mir nämlich jemand erzählt, dass er damit auch in Hamburg auf einer Veranstaltung war mit Karl-Heinz Roth, was mich gewundert hat, weil ich gar nicht wusste, dass er mit Karl-Heinz Roth damals zu tun hatte. Und ich habe Karl-Heinz Roth daraufhin mal angemailt und so, und konnte sich dann noch vage dran entsinnen, nur dass Port einen Vortrag gehalten hat und es danach zu tumultartigen Szenen kam. Und er daraufhin überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hatte, überhaupt irgendwas zu sagen. Und ich glaube, so ging es häufiger zu. Im Gegensatz vielleicht zu heute, wo das alles etwas gesitterter vonstatten geht. Aber naja, jetzt bin ich jedenfalls zum Ende angelangt, und ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen, ob Sie Support oder zu der gesamten Ausgabe irgendwelche Fragen haben. Ja, da kommt mein Helfer in der Not. Ich hätte mir auch selber eine Frage stellen können. Willst du? Nee. Also, ich kann natürlich auch erstmal noch was zu der Werksausgabe, wie ich da drauf kam, erzählen. Also der Gedanke, mit dem Gedanken gehe ich schon lange mit mir schwanger quasi. Es ist natürlich ein größeres Projekt, und ich habe mir das zunächst auch nicht zugetraut. Ich habe dann auch mal Heinzmann gefragt, ob er Lust hätte, das vielleicht irgendwie ein bisschen zu subventionieren, die Ausgabe. Aber ich habe da nur ein Ablehnungsschreiben, so ein standardisiertes Ablehnungsschreiben von der Sekretärin bekommen. Deswegen ist der Gedanke trotzdem nicht aus meinem Kopf gegangen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach mal damit an. Und bin vorher auf die Idee gekommen, da quasi die Werke zu subskribieren. Und darüber kam dann tatsächlich ein bisschen was zusammen, also ungefähr so an die 130 Subskribenten, die das zumindest möglich machen, dass die Druckkosten einigermaßen gedeckt sind. Und ich habe das auch deswegen gemacht, weil natürlich Port, wie vielleicht ja auch aus dem Vortrag ein bisschen deutlich wurde, für den Verlag sehr wichtig gewesen ist. Er hat im Verlag, damals hatte ich
das war 1979 gegründet, also ich hatte da noch nicht viele Bücher gemacht. Ich bin da in einem Verlag, mit dem Verlag angefangen und Bücher gemacht, ohne eigentlich irgendeine Ahnung vom Buchgewerbe zu haben. Ich habe mir das alles mehr oder weniger selber beigebracht. Hatte natürlich Ansprüche, die mich selber daran geändert haben, viel Bücher überhaupt für wert zu befinden, dass sie herausgegeben werden. Und weshalb meine Buchproduktion bis 1983, als ich das erste Mal Wolfgang Kort getroffen habe, sehr gering. Also das fing damals eben mit der Reihe, die ich dann gemacht habe, Kritika Diabolis, von der es jetzt mittlerweile ungefähr 250 Bücher gibt. Da habe ich gerade mal mit den ersten beiden angefangen. Also das heißt, es war wirklich zu Beginn des Verlags und als Bohr dann sofort gesagt hat, würde er machen, war das quasi so eine Art Anfang tatsächlich. Und ja, und ich muss auch sagen, dass ich von Bohr und der Auseinandersetzung mit seinen Texten tatsächlich sehr viel gelernt habe, mehr wie in meinem Studium der Frankfurter Schule, als ich aber auch Soziologie studiert, wie Port und Philosophie. Weil das befreit von dem universitären Zusammenhang nochmal was anderes gewesen ist. Und er war also sehr wichtig und ich habe von ihm sehr viel lernen können. Und ja, die Auseinandersetzung bzw. die Geschichte, auch wenn die auch längere Phasen hatte, wo wir weniger miteinander zu tun hatten oder wo eben auch keine Bücher erschienen sind, war mir immer sehr wichtig gewesen und sehr wichtig geblieben. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann auch wirklich angefangen damit. Und ja, so, um meine eigene Frage mal zu beantworten.